Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Aska. Bam. So ein Einklang, gleich mal ein Schlag am Boden. Nö. Was machen wir? Ich habe jetzt noch zwei Sachen geplant, bevor der Koop beginnt. Ich bin jetzt am Abend nicht hier, das heißt, es ist ein Part, was ich untertags aufnehme. Erstens mal. Es geht mal rein ums Verstehen von dem Spiel noch. Die bauen das hier nicht fertig. Obwohl sie sagen, sie brauchen... Was haben wir denn hier? Holzbalken und Holzpfosten. Und es gibt aber hier einen Balken, es gibt Posten, es gibt auch die. Die holen sie nicht, ja. Jetzt habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, irgendwas stimmt da nicht. Ja, und der bringt jetzt einen zurück. Weil da ein Loch irgendwo in der Wand ist, da kommen sie mal rein. Hier, hier. Wenn wir jetzt aber auch wegmachen. Ja. Jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht ist es wirklich zu viel, zu weit. Ich habe hier die Produktion, sie lagern hier ein und hier. Da ist mein Essenslager, das funktioniert ja halbwegs. Auch so mittel, aber es geht. Und hier kommt nichts mehr her an. Vielleicht ist das zu weit. Die bräuchten eine Range, finde ich, dass sie hier, ich zeige es gerade mit der Hand, sieht ja keiner. Warte mal. So. Ist aber die Farbe von der Kamera, setze ich auch mal eingeringt. Ich bin normal nicht so rot, ja. Ja, besser. Die sollten da so eine Range, da so rauf, meine Hand ist so rauf, eine Range hier anzeigen, so. Da. Rauf. Das sagt, okay, du, von hier das Lager geht so weit. Und jetzt probiere ich von dem Lager 2 zu Lager 7 einen Transport einzurichten und schau, ob sie es dann verwenden. Das hätte mich nämlich interessiert. Und dann machen wir das, was ich vorgehabt habe noch. Ich habe noch vor zu probieren, ob die Nahkämpfer, von denen wir jetzt einige haben, ob die Nahkämpfer alleine eine Invasion abwehren können, 3 und 3, Nachtschicht und Tagschicht, ob die das abwehren können alleine. Ich meine, die Bogenschützen, weiß ich nicht, ob ich sie weggebe oder nicht, aber die sind ja eh so mittelnützlich, ne? Sie schießen halt mit, aber treffen nicht. Die Pfeile haben sie auch keine mehr, außerdem, das ist ja, weil mir ist ja, schauen wir mal, nö, nix Pfeile. Weil die Problem ist, mein großes Problem. Erstens mal will ich, wieso brennt das alles nie? Zweitens mal die hier. Ja. Mehr? Komm her. Seht ihr? Nix. Die schießen die Pfeile daran und die zerbröseln früher oder später und sind weg. Und dann haben sie nichts. Und verschießen praktisch unendlich die Pfeile aus dem Lager. Und das ist mein Problem an der Scheißsache. Dass die dann im Endeffekt irgendwann weg sind. Der baut immer wieder nach und dann brauchen wir wieder die Federn. Und genau die Federn sind jetzt gerade Mangelware gewesen, weil es war im Sommer, es war das Problem, ich erkläre kurz mein Problem, dass, vielleicht habt ihr eine Lösung dafür, das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ich habe hier mein Lager. Ah, nicht nehmen, du Vollpfosten. Das war voll, bis oben hin. Jetzt habe ich das Problem, es ergibt sich daraus dann das Problem. Jetzt ergibt sich daraus das Problem, dass die, weil sie die ganzen Samen haben, dass sie keine Federn mehr lagern können. Ja? Das heißt, ich müsste denen jetzt immer schauen, dass Platz ist, damit die Federn da reinbringen. Weil die das ja nicht direkt in das Lager lagern, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Die Lagerarbeiter holen sich das. Wenn das voll rennt mit Samen, ist Sense mit Federn. Und so ist es mir passiert. Jetzt hat der hier keine Federn gehabt und konnte daher keine Pfeile machen. Zwei, die hat er die ganze Zeit schon, ja. Das ist halt das Problem an der Sache, was ich habe. Dass ich dann hier stehe und praktisch keine Federn habe. So. Und jetzt sind die Bogenschützen somit ein bisschen nutzlos. Jetzt werde ich mal versuchen, das alles auf Melee umzustellen. Solange das Spiel nicht meint, und das könnte passieren, fliegende Gegner einzuführen. Wobei, man kann das Problem auch entschärfen, umgehen nicht, aber entschärfen, wenn man zum Beispiel die Bogenschützen nicht trainieren lässt. Wenn man sagt, ihr habt genug trainiert, fertig, dann sollten sie ja dort nicht rumschießen, sondern nur Patrouille laufen.
Das machen wir, könnten wir jetzt auch schön machen, damit ein bisschen Pfeile sich ansammeln. Wir könnten mal schauen, ist hier eine Patrouille drin? Nö. So, wir können eine Patrouille machen. Wir haben ja die Marker hier. Wir haben Patrouillenmarker 6, 8, 9, 10, 11 wäre auch noch gut. Stellen wir neben das Lager noch ein. Die Milis sind nämlich lustiger. Die können trainieren den ganzen Tag. Die verschießen nicht so Pfeile, weil die... Der Entwickler hat ja die Haltbarkeit von die Waffen erhöht. Die war vorher schon, sage ich ganz ehrlich, die war vorher schon sehr gut, die Haltbarkeit. Und jetzt ist sie unendlich, kommt man sie vor. Also, wir werden wirklich, also wenn mir meine Kampfaxt ist das noch immer die erste, da habe ich schon Versionen mehr als einen, den Boss, mehr Tries und Ding. Ich glaube, das ist die erste Axt, die ich habe, oder maximal die zweite, im ganzen Game. Also, Ehrenangriff. Da bin ich jetzt auch gespannt. Wir sind unser Bärli. Da kommt der Puhbär. Das Problem ist ja, dass die Stepper da, die Bogenschützen hauen aber rein. Das Problem ist, der verfolgt jetzt die anderen. Könnt ihr bitte nach Hause kommen? Geht mit dem. Jetzt seht ihr, jetzt geht der Bogenschütze, geht jetzt in den Nahkampf, weil er keine Pfeile hat. Oh Mann. Oh Mann. Es geht sich um einen Schlag nicht aus, dass ich das. Halt. Hin zerstören kann. Wir haben sowieso, muss man sehr sagen, wir haben viel zu viel vor allem. Also wir haben ja über viel vor allem. Der Regen ist perfekt. Hunger? Genau die 10, mehr geht nicht. Okay, gut. Immer ein guter Tipp: Wasserbehälter und alles anfüllen, wenn es regnet. Jetzt hier unten 19, 19, 19. Da könnt ihr euch alle Flaschen füllen und da ist auch kein Problem mit irgendwas. Gib mir mal deine her, ich fülle die schnell. Du bist ja nicht im Stand dazu. Könnte man sowieso einem, also diesen Typen könnte man sowieso komplette befüllen mit Flaschen. Das Problem ist, dass sie füllen ja dann immer alle an und sie füllen ja dann auch alle an, wenn es nicht regnet. Und leeren dann die ganzen Container. Andererseits wiederum könnte man dann sagen, sie müssen dafür seltener hin. Das ist so eine, ehrlich gesagt, ist das Geschmackssache. Meiner Meinung nach. In neue humble Opinione. Müssen der hier. Wir werden nachher mit dem Boot rausfahren, Leute. Ich möchte schauen, wie weit man runter kann beim Meer. Wir haben hier, ich bin ja bis hierher gefahren, ich mag wirklich bis zu dem Rand hier fahren und schauen, ob man oben wieder reinkommt. Das glaube ich jetzt zwar nicht, aber. Es wäre wirklich eine coole Versuch, ein cooler Versuch. Ja.
Die Häuser da oben brauchen einmal Nägel. Ich habe 2 Bauarbeiter. Mindestens. Brauchen einmal Nägel. Nö, kein Bock. Jetzt hier? Oh, wir haben Nägel. Einmal nur. Nehmen wir. Und soll nicht zu viel mitnehmen. Es liegen auch hier die Stöcke drin. Könnten wir auch zum Bauen nehmen. Nö, kein Bock. Haben sie alle einfach keinen Bock, wollen es nicht. Das Geilste ist ja das Schilf, das eigentlich in der Baserin wächst, ja. Sie ernten es nicht. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt verteidigenderweise für die Typen, muss ich wissen, ich weiß gar nicht, wer die jetzt erntet das der Sammler? Das Schilf? Muss ich mal schauen. Oder der Holzfäller. Ich bilde mir nämlich ein, der Holzfäller hat ein Lager dafür. Haha. T und R, ja, nicht deppen, sag ich mir das Holz nicht machen. Ich bin eigentlich losmarschiert wegen die kleinen Stöckchen. Aber jetzt werden wir mal kurz schlafen. Regnet gerade, da ist sie nicht so schön draußen. Ja, gute Nacht. Das war cool, ich hab sogar ein. Ich hab sogar. Kein Trinken hier gerade. Ich hab sogar einen Raumteiler, obwohl ich alleine bin da drin. Der Raumteiler ist ja eh auch so mittel, ja. Weil man sieht ja eigentlich durch. Also. So. 7 Tage bis zur Invasion. Ich habe mir schon gedacht, das dauert noch ewig bis die Invasion beginnt. Aber anscheinend geht es wieder hin. Irgendwie sind die Typen mit leichtem Unbehagen ja arm. Es regnet praktisch jeden Tag. So gesehen. So, wo haben wir jetzt hier? Stöckchenlager ist leer. Der hat Rechte, kann ich so holen, ist das nicht. Im Mensch. Wollen das nochmal upgraden? Das ist ja schon Stufe 3. Zwei zugeteilt und 3. Oh, da geht noch einer. Ist noch irgendein Bau unten. Ist ein Sammler. Oscar. Ja, nee. Der wäre beim Bauernhof so aufgekommen. Was macht denn der Bauernhof-Typ? Auf. Oh! Nee. Oh, ein Holzfäller, starker Holzfäller. Ja, du darfst vom Luftrunenstein weg. Entfernen. Erika! Zuweisen. Hast du? Ja. Wo ist denn der Typ mit feuchten Unbehagen? Oscar! Oscar, ich habe Arbeit!
Oskar, das ist die wichtigste Haken. Da. Oskar hier rum. Da. Weil da kann er sein Unbehagen gleich den Göttern beichten und beten, wenn er will. Wenn er Lust und Laune hat. So. Okay, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Wo sind die 54 Stöcke? Wo sind die? Die sind nicht im... Das ist gerade auch fix. Das sind nicht im Lager. Mache ich mit. Sie sind nicht in dem Lager. Okay, ein paar sind hier. Aber das können ja auch nicht alle sein. Ja, ist mir egal. Das können ja auch nicht alle sein, oder? Direkt die Krise da. Ich drücke immer T, weil das T neben R direkt rumhängt. So. Wie nennen wir denn das jetzt? Machen wir hier, Patrouillenmarker 14 ist blöd. Base. Marker 1. Kann ich das copy-pasten? Base Marker 1. Marker 2. Und dann da unten beim Kohlemeiler. Da hier. Base Marker 3. Base Marker 1, 2, 3. 4 ist ja rum und 5. 4, 5, ja. 4, 5. Das letzte wird die Kaserne, aber da sollen sie nicht mehr trainieren. Ich bin ein bisschen, muss ich schon sagen, enttäuscht. Ich hätte mir die schwerer vorgestellt, die Version. Ich habe wirklich bei der ersten Version damals, dachte ich schon, habe ich auch mit dem Terror geredet, so, ja, die erste Version machen wir noch, da wird meine Base überrannt, weil ich habe nur einen Wachturm. Und dann machen wir gleich einen Koop. Also, ein bisschen länger durchhalten. 5 umbenennen. So. Dann habe ich jetzt hier Base Marker 1, 2, 3, 4, 5 und dann den Bogenschießstand. So, ihr Bogenschützen. Ihr Wahnsinnigen. 145, 71. Also eigentlich. Der Asmund kann ja schon im Kreis laufen, eigentlich. Bis zum Nachtag, ja. Dem ist es egal. Das ist eine Sonne. Ja, feuchte Sonne. Der Asmund. Der Asmund, den haben wir ja schon seitdem wir spielen. Den gibt es ja schon ziemlich lang. Das habe ich schon vor 10 Parts oder 15 Parts. Das ist der dauerunzufriedene Vollpfosten. Base Marker 1. Base Marker 2. Base Marker 3. Base Marker 4. Base Marker 5. Bogenschießstand. Nö. So, und das darf mal der Asmund machen. Ja, ich mache euch noch ein paar Pfeile. Nur, dass ihr noch ein bisschen hoch trainieren könnt. Und dann ist Sense, gell? Dann ist aber Schluss, weil jetzt reicht es mal langsam. Mit eurem Ding da.
mal, ich muss das, kann man, wenn man, sehr genau, wenn man es so öffnet, sieht man gleich die, Fähigkeiten von denen. Mili darf 100 kochen, der ist schon, der ist weiter. 90, der Wachturm. 85, Wache. Ist fertig. 70. Ah, nein, das ist nicht viel. Ja, wir müssen da ein paar durchtauschen. Okay, das müssen wir jetzt wieder ändern. Wir ändern. Der Asmund darf, da muss jetzt keiner reinlaufen. So. Der Asmund ist befreit. Du musst hier nicht mehr her. Weg. Dafür nehmen wir sich einen Jäger. Der Ulf darf hierher. So, Ulf darf jetzt hierher. Ulf ist jetzt hier. Und im Jägerhaus kommt der Asmund hin. Haben wir da einen Jäger? Zuweisen. Der müsste ja effizientest sein. Voll, voll. Wieder nichts zum Sammeln. Okay, Leute, ich verteile noch ein paar Sammelmarker geschwind, weil es das Problem ist, dass. Es hängt jetzt alles vom Sammeln ab. Alles. Die Jäger finden ohne, können ohne Pfeile nichts machen. Die Jäger können ohne Pfeile nichts machen. Und das müsste man irgendwie. Das deppert. Die Jäger können ohne Pfeile nichts machen, glaube ich. Kann ein Jäger auch nicht einfach in Nahkampf gehen? Gut, die holen sich hier selbst, was sie brauchen aus dem. Bist du ein Jäger? Ja. Hast du auch eine Waffe mit? Nee, aber keine Pfeile. Ja, was ist, wenn ich dir jetzt da? Verdammt. Okay, ich überlege mal kurz was. Ich muss, glaube ich, hier irgendwo eine Samenbank hinstellen. Das probiere ich mal kurz. Wenn ich hier so ein Samenlager mache. Ne, das ist ja auch nicht ein Problem dann. Ich müsste den Sammler, ich müsste einen Sammler bauen, der nur. Mein Problem ist ja gerade, dass die Samen immer mitkriegen. Wir könnten sagen, ja, schmeiß die Samen weg. Alle. So. Oder nimm nur die mit, die ich brauche. Ich gehe mal kurz Sammler verteilen, bin gleich wieder hier. So Leute, wieder hier. Also das Lager hat sich dabei fertig gebaut. Wir werden jetzt hier einen. Da muss man. Da fehlt ja auch. Wie viele Betten sind denn hier drin? Und die Hütte ist ja nicht schlecht, aber was fehlt denn denen da? Ah,
noch Schild voll. Ich werde hier mal kurz einen Anstoß machen. Ich werde nicht mehr zu. Ich glaube, ich brauche nur das Kleine hier. Ich will ja nur die geschnittenen Holzteile haben. Das ist mir wurscht. Das machen sie da hinten. Das Werkzeug holen sich ja alle. Aus irgendeinem Grund schaffen sie es, dass sie das Werkzeug da hinten holen. Das ist okay. Ich glaube, das ist, weil sie in der Base roamen. Weil die einfach, wenn sie bei mir stehen, ich brauche Werkzeug, irgendwann gehen sie da hinten vorbei und holen das. Aber sie holen anscheinend nicht die anderen Sachen. Probieren wir das einmal. Wir werden hier Pfeile, Ausrüstung, Waffen, Jotunstein, großes Holzlager. War das so? Ja. Großes Holzlager. Und von der anderen Seite anfangen sollen. Jotunstein. Achso, das ist wieder ein Englisch, ja. Aha. Langes Holz. Das weiß ich nicht, ob ich das brauche, weil die. Ich glaube eher. Nee. Nee. Die wird Holz nicht. Stammlager, lange Stöcke, Reed. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Was lagert man hier drin? Was kommt da rein, das große Holzlager? Weil die Stämme kommen nach hinten. Die werden dort verarbeitet zu den Balken. Und die Balken kommen ins Lager. Und vom Lager kann ich die Balken hier herüberholen. Ja. Mal kurz. Ich brauche auch einen zweiten Sammler. Das werden wir gleich machen, bevor ich vergesse. Mir reicht aber ein kleiner. Reicht mir ganz ein kleiner. Ich möchte nämlich, dass ein Sammler hier ist, der nur Federn sammelt. Ich habe mir das überlegt und nehme ich die Federn bei dem einen raus. Der kommt hierher, so, und soll nur Federn machen. So. Müsste ja eigentlich, geht das von hier? Noch wo Platz irgendwo? Ja, hier. Da. Aber ehrlich gesagt, das fällt mir hier nicht. Nee. Der Pfeilhersteller ist eh hier. Ich kann das hinten ranstellen, da. Das soll der andere machen. So. Was haben wir hier? Das sind die langen Stöcke. Lager brauche ich nicht. Langes Holzlager. Nimmt nur Balken. Okay. Der nimmt Stämme. Langes Holzlager nimmt nur Balken. Das. Ah ja, großes Lager und lange Holzbalken brauchen. Langes Holzlager. Langes Holzlager und großes Lager. So. Schauen wir mal. Langes Holzlager und großes Lager. Wenn noch Platz ist, kann man ja was anderes dazugeben. So, das lange Holzlager fehlt mir hier dann. Ja, genau, das muss hierher. Ja, das ist mal das erledigt, weil dann kann ich die Holz von dort darüber holen. Jetzt brauchen wir aber dann wieder langsam Mitarbeiter. Ich würde allgemein noch ein paar Mitarbeiter brauchen für diese Beetsteine. Aber ich wollte eigentlich zuerst das mit dir fertig machen. Mit die Betten und allem, aber das will ich hier gerade wieder nicht. Da hast du Fleisch, du was, mach was draus.
glaube wirklich, dass der mit den Pfeile, ja, die Pfeile das besser hinkriegt, wenn die Pfeile nur mal für die Jäger und von den Wachen verwendet werden, wird das besser. Ich glaube wirklich, dass das jetzt ein Problem ist. Ja. So, und was hat deine Bogenschütze patrouilliert eh schon? Nee, es patrouilliert jetzt keiner. Ich habe ja den Asmund darauf gestellt. So, 72, Romy! Let's do it! Wenn sie Pfeile kriegt. Sehr geil. Ah, ja, ja, das geht. Das geht. Seht ihr, da funktioniert das. Ich glaube wirklich, dass das Problem ist. Ich denke wirklich, das Problem liegt davon, ist die Entfernung hier. Dass das einfach nicht geht. Kann man hier noch was reinstellen? Leder oder so. Ja, wenn sie vorbei wollt, müsst ihr vorbeigehen oder wartet es kurz einfach. Das Lederlager, was geht hier nachher? Es geht überall hin, das ist ja cool. Was machen wir hier? Das kannst du dann auch machen. Aufgaben zuweisen. Haben wir einen Magnus gerade, gell? Das könnte. Da brauchen wir einen, der den Sammelertrag erhöht. Wir haben noch vor, gerade mit dem. Was macht denn der eigentlich? Der hockt nur rum beim Hund. Beim Hund streicheln oder was? Der Olaf. Oh ja, nimm mal einen Auseinandersammler. Ja. Was habe ich denn da für Sammler drin, bitte, die ganze Zeit? Das gibt's ja nicht. Frechheit. Warte, ich such mal kurz. Okay, anscheinend ist da. Der hat Erntesegen, Ding, der Magnus ist eh gut. Ich weiß nicht, ob das was bringt bei dem, keine Ahnung, was das ist. Weiß nicht. Ja, nehm mal Magnus mal, das hilft ja nichts. Magnus, zuweisen, so. Und du farmst nichts. Nur. Weiter. Federn. So, jetzt würden wir sagen, Havara, das kannst du ja in dem anderen Haus auch einstellen. Dass nur der eine das Samt ja nicht. Ja, schon. Aber die anderen, aber die füllen wir dann mein Lager mit den Samen trotzdem an. Weil ich hier ja nicht will. Ich will ja nicht, dass gar keine Samen kommen. Das ist halt mein Problem an dem ganzen Scheiß hier. Dass man nämlich sagen kann, halte 50 Samen vor und den Rest raus. Das geht halt leider nicht. Ich lasse das mal auf Low. Wobei ich könnte auch das wenigstens so kürzen, nur das, was ich anbaue. Aber jetzt ist es egal. Jetzt wird's wurscht. Die baue ich immer an. Die baue ich an. Den Salat habe ich noch nie anbaut. Knoblauch. Zwiebel. Ja, gut, ist schon egal. Das ist schon wurscht. Dann können wir es so machen. So. Also, die Samen farmen jetzt das normale. Und der andere Typ hier. Der Magnus. Den ich jetzt gerne auf meiner Map sehen wird. Ja, der Magnus. Weg. Stumm. Ja, das ist so knapp zu klicken immer. Magnus, wo bist du? Achso, ja. Ja gut, der holt jetzt mal. Ist.
Kann ich die Sammlergrube hier dabei upgraden eigentlich? Also wo ist denn jetzt wieder? Könnte ich da noch einen Arbeiter zuweisen? Nee, nur einen. Ich würde es gern. Ich hätte schon gerne einen zweiten. Gut, dann holen wir sich jetzt den Markt, dann schauen wir, ob sich das da oben jetzt fertig baut. Nehmen wir den Markt her. Aufgaben. So. Der führt die Fackeln rauf. Der Jasper-Tee führt die Fackeln rauf. Holt das runter. Kann der Jasper-Tee das auch nochmal machen? Quelle von 2 zu 7. Kann man das dem anschaffen? Macht er das dann? Schauen wir mal. Ich glaube fast nicht. Oh, wir haben keinen Bauarbeiter mehr. Lieb. Lol. 8. Hey, Ingrid. Ja, ist wurscht. So. Aufgabe hinzufügen von... Ich glaube, das habe ich ja vergessen. Von 2 zu 7. Gut. Quelle. 2. Zu 7. Bestätigen. Auswählen. Jasper. Mit dem Schlitten. Darf er. Von mir aus Gegenstand wählen. Ah! Da ist ja keiner. Schmerzen. Okay, abbrechen. Also es wird jetzt schon ein bisschen viel Workaround. Das ist bummnigelvoll. Warum? Wer, what the fuck? Hat hier bitte das Sagen darin? Das ist mir egal. Die Gunhilde überfordert ein bisschen. Oder? Dann soll sie es sagen, dann kriegt sie einen zweiten. Ja. Hi. Wood Beam. Ja, Wood Beam. Stock. Das soll Woodbeam darüber geben. Ja, und die. Das Problem ist, dass es nicht macht. Jetzt würde ich ganz schnell zu dem Markt, den könnte ich einfach da hinten auch jetzt steuern, aber es wird schon keiner wegfahren. Fuck, den kann er weg immer. Vielleicht ist die Gunhilde das Problem. Dass die einfach das nicht ins Lager gibt und die würden sich sie vom Lager holen, aber das ist halt nicht im Lager. Soll ich auch sein. Naja, wurscht, jetzt machen wir das mal. Wenn ich schon jetzt dabei bin, von 2 zu 7. Der Jasper mit seinem Schlitten. Gegenstand wählen. Warum?
Da. Das Lager ist noch nicht fertig hier. Und wir haben ja gerade keinen Bauarbeiter mehr. Doch, jetzt haben wir gleich einen. Bist jetzt Bauarbeiter, darfst jetzt Vollgas arbeiten. Du hast die ganze Zeit nichts getan. Du bist nur rumgesessen bei dem Hundeding da und der Hund ist nicht mehr da. Jetzt mach was. So, wo finde ich denn den Typen jetzt? Komm mal her, gibst denn der jetzt rum? Das war der Magnus, der andere. Ah, hier. Lasse. Lasse, lass dich. Ich beobachte ihn kurz. Auf meinem Weg beim Suchen bin ich gerade, habe ich gerade gefunden, warum auch einige, die keine Bogenpfeile mehr haben, die schießen dahin vorne und der Jäger kommt, stellt sich vorne hin und pflückt die Pfeile daraus. Alter, also das ist eine Anti-KI, das Ganze hier, wirklich. Das ist eine Anti-KI, weil KI trifft es dann nicht mal im Kleinsten. Das ist wirklich tragisch, ja, schon bald. Also, der hier, ja, okay, ich muss schon ganze Häuser separat bauen. Ich lasse den hier jetzt mit. Ach, du you. Ich lasse den hier jetzt mit High Priority Federn sammeln. Ich weiß auch nicht, warum da jetzt andere Sachen auch dann drin sind, aber ist okay. Der Magnus sammelt nur Federn. Die hier dürfen weiter ihre Dinger machen. Das ist mir dann recht. Sollen es machen, wenn es wollen. Dafür sammeln die keine Federn mehr. Die Bauern, ja, Bauern dürfen halt nur noch. Eigentlich könnte man ja für jede Jahreszeit ein Gemüse wählen und dann sagen, das baue ich an und sonst nichts. Einfach nur, damit es nicht übervoll läuft. Aber was soll's, das ist jetzt egal. So, also wir haben jetzt das mal erledigt. Wir haben hier mal die Patrouillen, ein paar Bogenschützenpatrouillen hier gemacht. Wir haben das Pfeileproblem gelöst. Soweit. Was mich jetzt noch immer interessiert, ist jetzt, warum die hier das nicht holen. Hier liegen drei drin. So. Wieso holen sie sie nicht? Jetzt schaue ich mal, ob das weniger wird, weil das interessiert mich, was meine Bauarbeiter machen. Die habe ich mir jetzt ja markiert. Zwei hier. Magnus ist der Sammler, der ist... Den brauche ich nicht mehr. Dem wollte ich eigentlich nur wissen, was der Sammler... Der hat auch... Witziger an der Sache ist. Der sammelt... Der hat... Federn sind hier. Gut, er kann den Rest ja mit... Soll er. Ist immer eh egal. Solange er größtenteils Federn sammelt und nicht die Lager befüllt damit, ist es okay. Was mich hier noch stört, ist, ja, die Lager. Sich verkohlt sind recht groß. Wenn das alles mit Federn voll ist, passt es, ja. Gut. Sollen sie machen. Ich will jetzt wissen, wo meine Bauarbeiter rumhängen. Die sind jetzt da oben beide. Ich möchte wissen, ob sie jetzt schreien. Ich habe keinen Holzbalken. So, warum stehst du hier jetzt rum? Nein, nicht lustiger Freund. Hauch dich an wie eine Katze. Schlag da deine, ich kann ja mal sagen Schädel, weil das würde implizieren, dass da vielleicht ein Hirn drin ist. Na gut, na schön.
6 Nägel, 2 Ballen. Ich hol das jetzt, baue das eine fertig und schau mal, ob der Schlittentyp dann das schafft. Wisst ihr, das ist schon wieder so ein Part jetzt, wo ich mir dann denke, wie nenne ich den? Ja, ich wollte eigentlich erkunden ein bisschen die Map und stehen an Bauproblemen an, ja. Ich glaube nämlich, 10 Nägel, ich glaube nämlich wirklich, dass das größte Problem, was wir haben, der Abstand zum Lager ist oder dass die Befüllung vom Lager. Ich glaube nämlich, alleine wenn ich den abstelle dort, den Wagen, kommt einer, nimmt man das weg. Da kommt schon einer, schau, setze. Nein, ich habe den nächsten, hol dann selber, Alter, wirklich. Geh und hol dann selber. Jetzt sammeln die wieder darum. Hinzufügen von 2 nach 7. Ja, bestätigen. Jasper! Gegenstand wählen. So, wo ich springe ein, so eine, das reicht ja. Hauptsache das Punkt. Erstellen. So. Da kann das jetzt alles machen. Das wäre interessant. So. Jetzt müsste man nur warten. Irgendwann müsste hier jetzt dann so ein Holz drin sein. Mein Hauptproblem ist, dass ich einfach glaube, dass die Gunhilde das nicht aus dem Lager holt. Und ins Lager legt. Ich müsste jetzt mal nachschauen, ob die Gunhilde überhaupt existiert. Ist sie überhaupt existent irgendwo? Gunhilde! Ich muss das Lager arbeiten. Lagerhaus 2? Moment mal. Wir lagen alle 2, Gunhilde. Gunhilde soll das da reinlagern. Einer ist noch drin. Gibt's hier irgendwie eine Beschränkung oder so? Nö. So, gut. Gunhilde, wo bist du? Gunhilde! So, Sammlerhaus. Lagerhalle. Gunhilde, wo bist du? Zeig mal her. Was? In Gottes Namen machst du da oben?
Dann gehen reparieren. Also ihr seht, es ist nicht so einfach gerade. Hoppla. Gut, mich würde jetzt interessieren, was macht der Schlittenfahrer vom Markt. Wie heißt er? Der Jasper-Tee. Das Jasper-Tee, Jasper-Tee. Markt, Markt, Markt. Boah, boah, boah. Sammeljäger. Steinlager. Es wäre schön, wenn das wenigstens in alphabetischer Reihenfolge wäre. So, Jasper. Wir werden das jetzt einfach mal versuchen. Anders. Zu wenig. Boom, da ist finster. In einem Bärenhintern. Okay. Ja, ich warte kurz die Nacht ab. Oder mach Licht mal zuerst. Moment. Okay, doch nicht. Der Lasse hat sich gerade einen Baum geholt. Also einen Stamm. Schau ich, wo der hingeht. Wenn der jetzt bis ans Äußerste läuft, dann liegt es nicht an der Distanz. Ah. Okay. War nur eine Überlegung, aber bis hierher rennt er also. Na Moment. Also Leute, jetzt bin ich wirklich gespannt. Zwei Lagerarbeiter. Beide von dem Zweierlager schnappen sich ein Holz und einen Stein, nachdem sie in der Base rumgerannt sind, und tragen das jetzt wohin genau? Weil da ist nichts, wo sie es brauchen könnten. Kein offener Bauding oder so. Wo genau habt ihr da jetzt vorhin zu marschieren? Die schon mit. Und die zweite. Was macht's hier bitte? Was wird das? Also die Lagerarbeiter sind wirklich absolut für den Arsch, ja.
Wo rennst du verwirrterweise jetzt hin? Was soll das? Was machst du mit dem ganzen Scheiß? Geh pennen. Brunhilde? Ich schau mal kurz, was die macht. Okay, Gunhilde lief darauf, um sich einen Holzstamm zu holen. Das ist aber nicht von wo. Sie war nicht schnell genug. Es muss von hier irgendwo gewesen sein. Hier ist auf jeden Fall nichts, was sie... Warum? Warum holt sie sich einen Holzstamm? Ja, Leute, echt jetzt so. Da liegt. Nächster. Na gut, ich beende den Part hier jetzt. Im nächsten Part werden wir wirklich dann einfach aufs Meer fahren und lassen die alle Idioten sein. Es wäre halt die Frage, warum sie das machen. Weil wenn die jetzt einen Grund hätte, wenn ich irgendwie so eine Task-List sehen würde, was sie vorhat abzuarbeiten, dann könnte ich vielleicht das Problem beheben. Mich interessiert halt nur, wo die noch hingeht. Das zeige ich euch jetzt noch, wo die noch hinlatscht damit. Moment mal. So, zum Abschluss. Spannenderweise, wo geht die jetzt mit dem Baumstamm hin? Verarscht mich, oder? Verarscht mich. Die ist jetzt irgendwo da in den Wald laufen, hierher, da, dass sie einen so einen gottverdammten, scheiß dämlichen Holzstock holt. Ich. Eine Kampfaxt, der große. Ich habe schon eine Idee, wie ich den Part nenne. Dumm, dümmer Arbeiter oder so, keine Ahnung. Also Chaos mit den Lagerarbeitern oder irgend sowas. Na, wo geht jetzt hin? Erstens schafft sie die Kurve, ne? Mit schnell dran. Seht ihr das? Die ist doch komplett behindert, dass die da zusammenläuft. Muss man im Spiel wirklich verschieden. Ach Gottes Willen erst. Es wäre wahrscheinlich notwendig gewesen, ein Lager zu machen. Nur Holzstücke mit einem so einen Typen zugewiesen, der nichts anderes macht. Die hat das Problem, dass sie jetzt ja alles sammeln kann, was da drin an Lager ist. Aber sie tut ja nichts, seht ihr? Ich meine, irgendwas macht sie schon, aber was sammelt die da? Holzstöckchen. Du kriegst Essen von mir auch noch? Dann mal abdrehen. Knochen mitgenommen.
Das heißt, was? Wink mir nicht ständig, verdammter. So, das reicht. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem mir gefallen oder zumindest Auskunft-Tipps geben. Versuche gerade rauszufinden, wie man die optimiert, aber das ist anscheinend nicht möglich. Und bis zum nächsten Mal. Dann werde ich euch sagen, was rauskommen ist und ob Gunnhilde noch Mitglied in meinem Stamm ist oder ob sie irgendwie einem Unfall zum Opfer gefallen ist. Bis zum nächsten Mal. Adios und ciao.